Carmen Pulver, heute haben Sie mit Duisburg ein überraschendes Spiel gemacht, 3:3 gegen Potsdam. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ist natürlich super. Wir haben viel gekämpft, mussten auch ein bisschen unglücklich wieder in Rückstand gekommen, aber dann super zurückgekämpft, Moral gezeigt und ist natürlich jetzt super Gefühl auch. Ist die zweite Woche schon, dass Sie ein Punkt in Leverkusen, jetzt ein Punkt gegen Potsdam, auch 3 Tore heute, das war nicht passiert diese Saison. Ja, wir müssen vorwärts schauen, wir hoffen, es geht so weiter und dann müssen wir unsere Punkte holen. Jetzt kommen dann wichtige Spiele die nächsten paar Wochen und dann hoffen wir, können wir hier ansetzen. Sie kommen von der Schweiz, von Zürich. Wie ist die Anpassung nach der Bundesliga? Wie bitte? Wie ist das, um in die Bundesliga jetzt zu spielen? Ja, das ist natürlich ein riesen Unterschied nochmals. Körperlich viel härter, technisch schneller auch. Ich brauchte ein bisschen meine Zeit, mich anzupassen, aber ich denke, das ist jetzt langsam ganz gut so. Der nächste Spiel sind zweimal gegen Sand, Pokalspiel und auch in Bundesliga. Wie geht man danach aus? Erster Gewinn oder? Ja, hoffentlich auch. Pokal ist immer eine gute Chance, auch erfolgreich zu sein, auch wenn es in der Meisterschaft nicht immer so super läuft. Und da wollen wir sicher gewinnen und danach auch in der Meisterschaft unsere 3 wichtigen Punkte zurückholen. Es gab heute noch eine Spielerin von der Schweiz mit Potsdam auch. Die Schweiz ist auch in Weltmeisterschaft. Wie wichtig ist das für ein Land wie die Schweiz? Ja, sehr wichtig. Es wird ein bisschen bekannter auch in der Schweiz jetzt langsam. Es kommt ein bisschen mehr und das ist natürlich super Werbung so. Ist das auch dein Traum, um mitzugehen nach Kanada? Natürlich. Was will man mehr wie eine WM? Ja. Okay, danke, viel Spaß, viel Glück. Dankeschön. Okay.